Wir sehen jetzt das Lufthansa-Hochhaus. Hier hat die Lufthansa jahrelang resistiert. Inzwischen hat die Lufthansa in Köln-Deutz ein neues Domizil bezogen. Unser Blick geht weiter auf den Triangeldom und das Hyde Hotel. Inzwischen haben wir den Standort gewechselt und schauen nochmal auf das Panorama von Köln-Deutz. Zu sehen sind die alten Messehallen, wo demnächst RTL einziehen wird. Unser Blick geht jetzt auf den Messeturm, ein ehemaliges Restaurant. Links davon sind die Rheinterrassen zu finden. Und hier zu sehen ist der Dalis auf dem Weg durch Deutz. Man achte mal auf die Anordnung der Drehgestelle beim Dalis. Der Dalis verbindet Köln mit Paris in derzeit noch 3 Stunden und 50 Minuten. Und hier zieht die Kleinbahn im Rheinbad ihre Runden. Und nun folgen noch einige Impressionen aus dem Rheinbike. Das ehemalige Parkrestaurant. An schönen Tagen hat heute hier ein Imbiss geöffnet. Nicht zu vergessen, die Springbrunnen und Wasserspiele im Rheinbike. Und im Sommer ist hier auf den Liegewiesen die Hölle los. Die Seilbahn vermittelt den Rheinpark mit dem Zoo. Der Kölner Rheinpark ist eine ausgedehnte Gartenanlage, die anlässlich der ersten Kölner Bundesgartenschau 1957 geplant und umgesetzt wurde. Nicht, dass man denkt, dies ist ein Klettergerüst. Hier können die Vögel rasten. Diese Tafeln zeigen, wie es vor 40 Jahren im Rheinpark aussah. Nun befinden wir uns im Jugendpark und hier ist der Hochseilgarten. Und dies ist eine Baumskulptur im Jugendpark.
Weiter im Hintergrund das Jugendzentrum im Jugendpark. Unser Blick geht nun auf das Gelände des Tanzbrunnen. Zu sehen ist hier die Südbrücke an den Bollerwiesen, im Hintergrund die Kranhäuser. Und hier im Hafen von Deutz ist die Drehbrücke zu finden. Weiter geht der Blick zur Severinsbrücke. Die Deutzer Brücke verbindet Deutz mit der Innenstadt. Nicht zu vergessen ein Blick auf den Dom und die Hohenzollernbrücke. Zu sehen ist hier die Zoobrücke, über die natürlich auch noch die Seilbahn schwebt. Weiter sieht man hier der Reihenfolge nach eine neue Parkanlage in Köln-Deutz, den Triangeldom und das Reiterdenkmal. Hier ist das Modell eines Ottomotors zu sehen. Mitten durch das Industrieareal von Köln-Deutz führt eine ICE-Trasse. Köln-Deutz war ein Industriestandort. Heute findet man nur noch Reste der Industrie in Köln-Deutz vor. Und hier blicken wir auf der Siegburger Straße in Richtung Norden. In Köln-Deutz ist natürlich auch der Messestandort. Hier wurden in den letzten Jahren neue Messehallen gebaut. Die kleine Köln-Arena. Und die große Köln-Arena mit dem Henkel. Und ringsherum ist das Technische Rathaus gebaut. Hier sieht man das sogenannte Tortenstück von Köln-Deutz. Köln-Deutz ist der Standort der Fachhochschule. Hier blicken wir auf den Bahnhof in Köln-Messe-Deutz. Unser Blick geht auf das neue Gebäude der Lufthansa. Links ist der Festplatz von Köln-Deutz und rechts ist eine kleine Parkanlage. Und hier ein Spielplatz am Reichsplatz. Die Deutzer Freiheit ist der Einkaufstreff von Köln-Deutz. Und hier blicken wir in das Viertel vom von Sandplatz. Auch zu finden in Köln-Deutz das Eduardus-Krankenhaus. Und hier folgen noch ein paar Straßenimpressionen von Köln-Deutz. Und hier in der Straße wohne ich irgendwo. Und zum Schluss noch der Kaisbockbrunnen von Köln-Deutz.